Ja, hallo, liebe Dampferfreunde. Ich bin der Obi und ich grüße euch wie immer hier von meinem Dampfersofa. Ihr seht, ich habe hier einige verschiedene Akkuträger mit Verdampfern vor mir aufgebaut. Es geht heute nicht um ein klassisches Gerätereview. Heute wird es sehr techniklastig. Und zwar möchte ich euch heute eine alternative Firmware vorstellen, die sich für die meisten Joytech, Elif und Wismec-Geräte gleichzeitig verwenden lässt. Früher, als es noch nicht die Möglichkeit gab, bei den Joytech, Elif und Wismec-Geräten eigene Logos aufzuspielen, hatte ich schon mal ein Projekt erwähnt aus Russland, das NFE-Projekt, mit dem man Firmwares verändern konnte, wo man eigene Logos dann im Endeffekt installieren konnte, die Schriftzüge verändern konnte und so weiter. Ich bin da damals nie tiefer in einem Review drauf eingegangen, weil ich es auch rechtlich relativ problematisch sah, weil hier die Original Firmware von Joytech decrypted wurde und dann Veränderungen dran vorgenommen wurden. Das Ganze war auch nicht ganz ohne Risiko zu machen. Man konnte da auch schnell Fehler machen. Und ich hatte wirklich ehrlich gesagt ein bisschen Angst wegen hunderten von Fragen, die dann nachher aufkommen, weil es wirklich nicht selbsterklärend war, nicht ganz so einfach war, hier eigene Logos zu kreieren, die wie gesagt wieder auf die Firmware zu bringen, das Ganze wieder im Endeffekt zu verschlüsseln und dann auch wieder auf die Boxen aufzuspielen. In letzter Zeit bin ich aber jetzt mehrfach auf ein neues Projekt aus dieser Ecke aufmerksam gemacht worden, und zwar auf die Arctic Fox Firmware. Da soll es auch heute drum gehen in diesem Video. Denn was ich mir da angeguckt habe, hat mich wirklich, ja nicht nur erstaunt, es hat mich teilweise sogar wirklich begeistert. Man hat jetzt hier aus diesem Projekt weitergehend eine eigene Firmware geschrieben. Oder ich vermute auch größtenteils vielleicht Teile aus der vorhandenen Firmware übernommen und komplett überarbeitet. Das richtig Tolle daran ist, ich brauche jetzt nicht wie bei den eigentlichen Herstellern für jedes Gerät, was hier unterstützt wird, eine eigene Firmware-Datei, sondern ich brauche nur eine einzige Firmware-Datei und kann damit den größten Teil der Joytech, Elif und Wismec-Geräte updaten. Das heißt, ich muss nicht auf X Seiten suchen, gibt es hier wieder eine neue Funktion, gibt es eine neue Firmware, sondern ich habe immer einen zentralen Anlaufpunkt. Hinzu kommt, es geht hier nicht nur jetzt darum, da Logos aufzuspielen, Schriften zu verändern. Da ist überhaupt kein Wert mehr drauf gelegt worden auf diesem Arctic Fox Zweig. Hier geht es wirklich um reine Funktionalitäten der Firmware. Hier hat man sich sehr, sehr stark an die eScribe Software von Evolve angelehnt und hat da, glaube ich, einiges abgekupfert ist vielleicht das falsche Wort, hat das als Vorbild genommen und hat das Ganze auch erstens profilbasiert aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt auch hier 8 Profile, die man dann direkt abspeichern kann auf der Box zum schnellen Wechseln der eigentlichen Einstellungen. Dann hat man sich den Smart-Modus, den Joytech irgendwann eingeführt hat, zunutze gemacht, sodass diese Profile automatisch sozusagen den Widerstand des Verdampfers erkennen können, dadurch einen Rückschluss darauf ziehen, welchen Verdampfer ich gerade aufgeschraubt habe und das entsprechende Profil, wenn ich das möchte, automatisch aktivieren. Das wäre jetzt noch nichts Besonderes, aber es sind viele Funktionen hinzugekommen, die es so bei der normalen Firmware der Hersteller überhaupt nicht gibt. Was jetzt zum Schluss in der allerneuesten Firmware der 17.01.03 hinzugekommen ist, und da war dann spätestens für mich der Punkt erreicht, wo ich sagte, jetzt wird es wirklich mal Zeit, davon ein Review zu machen, dass man neue Funktionen in der Temperaturregelung eingebaut hat. Und zwar, man kann dort jetzt einen sogenannten PI-Regler einschalten. Ich selber habe mich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, bin gelernter Mess- und Regelmechaniker, deswegen sind mir die Begrifflichkeiten relativ geläufig. Dem normalen Anwender, der wird vielleicht mit PI-Regelung nicht so viel anfangen können. Also der normale Temperaturmodus ist natürlich weiterhin verfügbar, aber die Experten oder die jetzt wirklich darauf Wert legen, sehr ausgefallene Wicklungen optimal temperaturgeregelt dampfen zu können, haben jetzt ganz neue Einstellmöglichkeiten, Regelmöglichkeiten, die es so bei noch keinem anderen Gerät bisher gab. Das war jetzt schon eine ganz schön lange Vorrede, aber ich werde heute sowieso versuchen, nur die grundlegenden Funktionen dieser Firmware, dieser freien Firmware zu erklären. Wenn ich wirklich alles durchgehen würde, mit Messungen noch dabei, was sich da verändert hat und, dann bin ich, glaube ich, 2, 3 Stunden dran und das möchte ich euch nicht zumuten. Da mache ich dann lieber später, wenn noch Fragen von euch da sind oder Anregungen kommen, einen zweiten oder einen dritten Teil dieses Videos. Trotzdem gehe ich davon aus, dass es ein langes Video wird, dass es sehr technisch lastig wird und dass es bestimmt nicht jeden interessiert. Aber wie gesagt, mich hat es so begeistert, dass ich mir die Zeit nehmen wollte, diese Firmware, diese Arctic Fox Firmware
hier auf jeden Fall einmal zu präsentieren. Das Ganze ist mehr oder minder ein Open Source Projekt. Man kann sogar den Source Code dieser Firmware herunterladen, sich angucken, wie dort was realisiert wurde für die Programmierer, für die absoluten Cracks unter euch. Ja, und jetzt, welche Geräte kann man denn überhaupt mit dieser Arctic Fox Firmware beschicken? Die Liste ist relativ lang. Die wird auch fast wöchentlich länger, weil wieder neue Geräte mit unterstützt werden. Ich lese mal ein paar vor. Dafür muss ich allerdings ein bisschen ablesen, weil die Liste so lang ist, dass ich mir das leider gar nicht alles merken kann. Von der Firma Joytech wird zum Beispiel unterstützt der VTC Mini, der VTC Dual, der V2 Mini, der V2, dann der die EVIC IU, die EVIC Basic, die eGrip 2, die eGrip Lite, der Cuboid Mini, dann von Wismac aktuell die Presa TC75W, die Presa TC100W, der Rilo RX75, der RX200, der RX200S, der RX2/3 und der neue RX Mini wird auch unterstützt. Dazu von Fremdherstellern, weil sie dieselbe Firmware drauf haben, die Vapor Flask Reihe, der Vapor Flask Lite, Scout und Classic und auch der Centurion. Bei Elif ist die Liste nicht ganz so lang. Da haben wir den iStick Pico 75, dann haben wir den iStick Pico Mega 80 Watt, dann den Aster, den iStick TC100W und den iStick Power 80W. Das sind die Geräte, die momentan unterstützt werden, aber wie gesagt, es werden immer wieder neue Anpassungen gemacht, es kommen immer wieder neue Geräte von diesen drei Herstellern hinzu und das beweist nochmal mehr, dass eigentlich die Software von Joytech, Wismac und Elif alle aus einem Hause kommen, dass sie sich gar nicht so stark unterscheiden, sodass man hier wirklich für alle Geräte das in eine einzige Firmware bundeln konnte, obwohl wir unterschiedliche Displaygrößen haben, teilweise unterschiedliche Funktionsumfänge haben, die Bedienung über Tasten und so sich unterscheidet. Trotzdem konnte man das alles in eine einzige Firmware reinpacken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, sehr, sehr lange Vorrede, um ein bisschen näher zu bringen, wo es denn hier überhaupt drum geht heute. Ich werde vieles heute am PC zeigen müssen und ein bisschen was in der Detailaufnahme am Gerät, damit ich es euch am besten darstellen kann. Erstens, wo bekommt man das Ganze, wie installiert man es und welche Optionen hat man? Noch hinzugekommen, das möchte ich auch noch im Vorhinein erwähnen, auch noch ein Grund, warum das Ganze recht lang werden wird. Man kann mit dieser Software nicht allein die Firmware aufspielen. Man hat genau wie bei der iScribe Software von Evolve die Möglichkeit, sämtliche Konfigurationen auch über die Software am PC live am Gerät zu machen, mit verbundenem Gerät. Dann kann man sich auch einen Messwertmonitor einschalten. Das heißt, genau wie bei der iScribe Software auch, ich kann mir verschiedenste Werte als Linienschreiberdiagramm aufzeichnen lassen. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeiten, gerade wenn ich mit dem PI-Regler zum Beispiel an der Temperaturregelung arbeite, nachher auch direkt live mir das Ergebnis auf diesem Schreiberdiagramm anzuschauen. Es gibt noch die Möglichkeit, mir das Display am PC sozusagen broadcasten zu lassen, sodass ich es auch nicht immer abfilmen müsste. Auch da werde ich vielleicht heute in diesem Video Gebrauch von machen. Aber all das zeige ich euch jetzt am besten mal live im Detail. Fangen wir am PC vielleicht damit an, erstmal, wo findet ihr das Projekt? Was müsst ihr dafür herunterladen? Wie installiert ihr die Software dann auf einem eurer Geräte? Start- und Ausgangspunkt für das ganze Projekt ist die Seite nfeteam.org. Das kann man sich relativ leicht merken. NFE stand in der Vergangenheit für N Firmware Editor. Daraus, wie gesagt, ist jetzt auch die NFE Toolbox entstanden und diese benötigt man, um die Arctic Fox Firmware im Endeffekt aufspielen zu können. Wir finden hier zwei Download-Buttons. Damit könnt ihr einmal als ZIP-Archiv die NFE Toolbox herunterladen und als zweites die Firmware-Datei. Wenn wir das Ganze einmal anklicken, seht ihr, kommt ihr direkt hier auf die Projektseite. Hier ist ein bisschen was erklärt, was sich in den letzten Versionen geändert hat. Ihr seht, es gibt jetzt eine NFE Toolbox Version 1.4. Dabei gibt es auch den NF Firmware Editor. Das war damals dafür da, um halt, wie gesagt, die Logos zu verändern. Und hier ist es kurz der Changelog erwähnt, was sich jetzt in der letzten Version verändert hat. Scrollen wir einfach etwas weiter runter. Seht ihr, kann man hier im Endeffekt das ZIP-Archiv herunterladen. Und für das Projekt an sich haben wir dann hier auch schon
den Source Code, einmal als ZIP-Archiv, einmal als TGZ-Archiv. Wie gesagt, für die absoluten Programmierer-Cracks unter euch kann man also auch hier schauen, was eigentlich gemacht wurde. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, gehen wir auf den Download Arctic Fox. Da kommen wir auch wieder auf die Release-Seite. Ihr seht, das aktuelle Release ist die 17.01.03. Auch hier kurz der Changelog. Natürlich weiter unten auch die älteren Versionen alle nochmal angegeben. Hier sieht man zum Beispiel in diesem Bereich, welche Boxen jetzt zuletzt noch hinzugefügt wurden. Und dann lädt man sich hier die BIN-Datei, die eigentliche Firmware-Datei runter. Auch hier ist der Source-Code als ZIP-Archiv und TGZ-Archiv verfügbar. Beide Dateien habe ich mir schon heruntergeladen, da kommen wir gleich zu. Gehen wir nochmal auf die Seite, die ich finde auch optisch sehr ansprechend aufgebaut ist. Hier hat man dann ein bisschen die Übersicht und ein bisschen Erklärung, was das Ganze im Endeffekt ist. Das Ganze auch ein bisschen als Hintergrund. Hier ist die Anzahl der verschiedenen Geräte, die im Moment unterstützt werden, auch nochmal dargestellt. Und hier unten seht ihr auch die verschiedenen Screens, die sich daraus ergeben. Einmal für die großen Displays, aber auch hier für die kleineren Displays, wie jetzt zum Beispiel von dem TC100W, von eLeaf oder der Pico. Da haben wir dann natürlich dieses längliche Display, wo man also nicht so viel Information natürlich auf den Screen bekommt. Hier gerade auf den großen Displays bekommen wir natürlich wirklich viele Informationen gleichzeitig dargestellt. Gehen wir nochmal nach oben. Seht ihr hier eine Übersicht, die hier auch durchscrollt, der eigentlichen Arctic Fox Konfigurationssoftware. Hier wird mir immer wieder oben angezeigt, um welchen Akkuträger sich gerade handelt, wen ich angeschlossen habe. Ich kann Konfigurationen abspeichern und ich habe hier viele verschiedene Einstellmöglichkeiten, wo wir gleich im Detail drauf eingehen, wenn wir das Ganze einmal mit dem Update versehen haben. Öffnen wir jetzt einmal den Ordner. Hier habe ich die beiden Archive schon abgelegt. Einmal die BIN-Datei, die 17.01.03 BIN. Das ist die eigentliche Arctic Fox Firmware. Und dann das ganze Paket, die N-Firmware Editor V640 als ZIP-Archiv. Zusätzlich, damit ich euch das nachher auch noch zeigen kann, habe ich die Originalsoftware von WISTMAC hier oben noch und verschiedene Logos. Vielleicht finden wir die Zeit, auch da nochmal näher drauf einzugehen. Zuerst klicken wir mit der rechten Maustaste mal das ZIP-Archiv an und ich sage alle extrahieren. Da gehe ich direkt in denselben Ordner, legen wir das direkt hier unten drin ab. Das ist ruckzuck gemacht. So, und dann haben wir im Endeffekt jetzt hier einen Ordner drin, wo wir die Exe-Dateien haben. Einmal den eigentlichen Firmware-Editor, auf den möchte ich heute gar nicht weiter eingehen. Hiermit, wie gesagt, kann man Schriftarten, Logos und so weiter verändern. Für uns heute interessant ist die NT-Toolbox-Exe. Das ist das eigentliche Tool, mit dem wir dann unsere Firmware-Datei aufspielen können und auch konfigurieren können. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Platz für euch auf dem Bildschirm, damit wir das besser verfolgen können. Ich starte jetzt hier die NT-Toolbox oder die N-Toolbox, um ganz genau zu sein. Da haben wir oben das Arctic Fox Logo. Wir sehen hier die Version mit 1.4 und die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Einmal hier oben den Arctic Fox Konfigurator. Der MyEWI Konfigurator ist hier noch nicht aktiv oder ich weiß gar nicht, wofür der wirklich da ist. Das habe ich noch nicht rausgefunden, ob das später erst kommt. Dann haben wir den Device Monitor, wo wir uns die verschiedenen Messwerte als Schreiberdiagramme anschauen können. Dann den Screenshooter, wie ich eben sagte, wo wir uns also Screenshots machen können, unsere Einstellungen, aber auch live das Bild des Akkuträgers übertragen lassen können. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, dem Firmware Updater, womit wir einmal auf ein neues Gerät die Firmware überhaupt aufspielen können. Ich verbinde jetzt im Hintergrund einmal eine WISTMAC Relot RX200S mit dem USB-Kabel mit meinem PC. Die wurde jetzt erkannt und starte hier den Firmware Updater. Dann seht ihr, wird mir hier direkt angezeigt, der Device-Name, also was ich für ein Gerät angeschlossen habe, welche Firmware-Version im Moment installiert ist, also die originale 4.1.0 und die Hardware-Version, das ist bei mir die 1.0. Jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ich bleibe auf der üblichen Möglichkeit Update from File. Gehe jetzt im Endeffekt auf meine 1.0103 BIN, öffne die.
Dann, ähnlich wie bei der WizMac Software auch, haben wir hier den Vorschriftsbalken. Das Ganze wird jetzt auf die Box geflecht. Am Ende bekommen wir dann eine Meldung, wenn das Ganze erfolgreich war. Dieses Fenster hat sich bei mir allerdings jetzt hier hinter dem anderen Fenster versteckt. Deswegen müsst ihr das vielleicht auch bei euch eben mal zur Seite schieben, den OK-Button drücken. Dann können wir dieses Fenster schließen. Ihr seht jetzt, im Endeffekt wird mir hier angezeigt, wir hätten jetzt eine Firmware-Version 1.0.0 drauf. Das ist auch ganz wichtig, damit auch die Original-Update-Software von WizMac diese Box noch erkennt. Wir jederzeit auch die Möglichkeit haben, hier noch die Original-Firmware natürlich wieder zurückzuflashen, wieder in den Originalzustand zu bringen. Dann können wir das Ganze hier schließen. Damit haben wir erfolgreich die Firmware erstmal installiert. Hier können wir dann jetzt zum Beispiel auch den Screenshotter einmal starten, damit ihr einmal das Display seht. Wenn die Box dann verbunden ist, ich muss dafür einmal den Feuertaster drücken, dann wird mir hier live das Bild im Endeffekt angezeigt. Ihr seht, ich habe hier den Broadcaster an. Ich könnte mir also jetzt hier auch die Werte an der Box verändern. Ihr seht, wie das sich hier live im Bildschirm mit verändert. Finde ich auch eine sehr praktische Version, damit man hier auch, wie gesagt, Screenshots von machen kann, aber jetzt auch für so ein Video zum Beispiel aufzeichnen kann, was sich eigentlich an der Box tut und ich das nicht immer abfilmen muss. Wenn wir das jetzt einmal schließen, gibt es wie gesagt noch den Device Monitor. Auch da können wir mal einen ersten Blick drauf werfen. Wer die eScribe Software kennt, dem wird das hier sehr bekannt vorkommen. Ich kann also hier für bis zu 3 Akkus mir die Akkuspannung anzeigen lassen. Ich kann mir die Akku-Pack-Spannung anzeigen lassen. Die eingestellte Leistung, die ich im Moment eingestellt habe, hier von 20 Watt. Die aktuelle Ausgangsleistung, wenn ich feuern würde. Die Temperaturen, wenn ich im Temperaturmodus bin, was habe ich gesetzt? Was ist die Live-Temperatur? Der Ausgangsstrom am 510er, die Ausgangsspannung. Der Widerstand im kalten Zustand, der Live-Resistant, also der Live-Wert meines Widerstands, wenn er sich erhöht. Und auch hier nochmal die Chip-Temperatur, die Bordtemperatur der eigentlichen Elektronik. Das Ganze kann ich hier über Record zum Beispiel auch aufzeichnen. Ich kann hier verschiedene Skalierungen aufgeben und so weiter. Also wirklich eine Riesenanzahl an Möglichkeiten. Da gehen wir aber später vielleicht nur noch mal am Rande drauf ein, wenn wir vielleicht zur Temperaturregelung kommen, dass wir uns das hier noch mal anschauen. Dann der wirklich jetzt interessante Punkt für uns, der Arctic Fox Konfigurator. Den starten wir auch einmal. Dann kommen wir hier in diese Übersicht. Ihr seht, er zeigt mir direkt an, welche Box ich dran habe. Die Firmware-Version 1.0, Build 170103, also hier geht es dann um die Arctic Fox Software und meine Hardware-Version. Später habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel meine Konfiguration abzuspeichern für dieses Gerät und wieder zu öffnen. Wenn ich zum Beispiel gleiche Boxen habe, die ich mit der gleichen Konfiguration beschicken möchte, kann hier oben aber auch, wie jetzt bei mir, eine neue Konfiguration bilden. Wir haben 8 Profile, genauso wie bei der eScribe Software, die ich einzeln benennen kann. Kann die dann umschalten, kann also zum Beispiel hier ein Power-Profil anlegen, also rein variabel Watt gesteuert. Ich kann aber auch temperaturgeregelte Profile anlegen. Das Ganze könnte ich natürlich jetzt entweder für die einzelnen Drahtsorten abspeichern, kann dem also sagen, das hier ist ein Nickel 200 Profil, das hier wäre zum Beispiel ein Titanprofil und das wäre ein Edelstahlprofil. Ich könnte aber natürlich auch Profile kreieren, speziell für meine Verdampfer und kann dann zum Beispiel den Verdampfernamen hier oben eintragen und dann relativ schnell wechseln. Das ist die Seite, auf die wir gleich nochmal eingehen, mit den verschiedenen Profilen. Dann gibt es eine General-Seite. Hier kann ich zum Beispiel Einfluss nehmen auf mein Display, mit welcher Helligkeit das Display läuft, nach wie vielen Sekunden es sozusagen abschaltet, dann den Puffscreen-Delay, also mit welcher Verzögerung mir dann beim Drücken das Display angezeigt wird und wieder zurückspringt. Wir können den Stealth-Mode von hier aus übers Menü gleich aktivieren. Wir können das Display um 180 Grad drehen von hier aus. Wir können verschiedene Skins wählen, also einmal den klassischen Skin. Und wie ihr vorhin schon mal auf der Webseite gesehen habt, gibt es hier auch so einen Cycle-Skin, wo dann die Wattzahl auch nochmal im Kreis angezeigt wird.
Wir können klassische Menüs nehmen, wir können das Logo einschalten, wir können eine Uhr einschalten. Bei der Uhr haben wir die Möglichkeit, zwischen digitaler und analoger Anzeige zu wechseln. Wir können die Screensaver-Zeit hier festlegen, zwischen einer Minute bis 30 Minuten, wann der aktiv wird. Und wir können auch nochmal sagen, ob wir einen erweiterten oder den klassischen Ladebildschirm haben möchten. Auch da können wir später bestimmt nochmal näher drauf eingehen. Dann haben wir das Layout. Auch das kennen wir teilweise von der eScribe-Software vergleichbar. Wir können also jetzt gerade bei dem großen Screen, den wir hier haben, da haben wir vier Linien sozusagen zur Verfügung. Für jede einzelne Linie, einmal im variablen Watt-Modus und einmal im temperaturgeregelten Modus, genau bestimmen, was uns dort angezeigt werden soll. Ihr seht, die Liste ist sehr, sehr lang. Wir können also umschalten, ob jetzt hier zum Beispiel die Volt-Anzeige kommen soll, im variablen Watt-Modus oder Output-Volt, Output-Amperes. Ich brauche das, glaube ich, nicht alles vorzulesen. Ihr seht das hier. Ihr habt also jede Menge Möglichkeiten, euch das Display nach euren Wünschen im Endeffekt zu gestalten. Und ihr könnt euch auch während der Zuglänge, also während ihr den Feuertaster gedrückt haltet, hier nochmal auswählen, welcher dieser Werte dann auch im Zugmenü, im Path-Time-Menü sozusagen angezeigt werden soll. Den Cycle Screen, auch wenn man dieses Layout, diesen Skin gewählt hat, kann man hier nochmal, da haben wir nur noch drei Linien, weil der Cycle natürlich mehr Platz in Anspruch nimmt, auch hier das Ganze nochmal dann auswählen. Und bei den Small Screens, das ist jetzt zum Beispiel wie bei der Pico oder der iStick TC100W, haben wir ja nur zwei Linien zur Verfügung, da können wir das hier dann im Endeffekt für diese Displayart auswählen. Dann kommt noch der Reiter Controls. Hiermit kann ich auswählen, wie ich an der Boxbedienungen vornehme. Was ich also zum Beispiel bei einem 2-Klick, bei einem 3-Klick oder 4-Klick, in welches Menü ich dann springe. Weil alles, was ich hier in der Software mache, kann ich natürlich auch direkt auf dem Akkuträger machen. Ist ein bisschen umständlicher, durch die Menüs zu hangeln und so weiter. Ich finde es hier sehr komfortabel mit dieser Software. Da ein 2-Klick ja schon mal schnell versehentlich passiert, hat man den hier auf Non gelassen. Bei einem 3-Klick würde hier zum Beispiel ausgewählt, welches Profil aktiv sein soll. Macht auch an dieser Stelle Sinn. Bei einem 4-Klick kommen wir ins Edit-Menü. Ihr seht aber auch, wir könnten ins Main-Menü gehen, ins Preheat-Menü und. So haben wir hier also sozusagen Schnellstart-Verknüpfungen für die verschiedenen Einstellmöglichkeiten auf der Box. Wir haben hier noch dieses Wake-Up, also wenn er sozusagen im Schlafmodus ist, im Sleep-Modus ist, ob wir ihn aufwecken können mit der Plus-Minus-Taste, das kann man abschalten. Und ob wir nicht mit 0,1 Watt-Schritten zum Beispiel rauf runter gehen, sondern direkt in 1 Watt-Schritten, auch das könnten wir hier einschalten. Zum Status können wir hier den Puff-Count, Total Puff-Time und so weiter auch setzen oder verändern. Und wir können hier auch das Format der Puff-Time nochmal auswählen, ob es mir in Sekunden angezeigt werden soll oder Stunden, Minuten, Sekunden. Als letzten Reiter haben wir den Advanced-Reiter. Der ist auch sehr umfangreich. Hier kann man sagen, zum Beispiel die maximale Zuglängenbegrenzung können wir uns hier einstellen. Standardmäßig steht die, wie von Joytech, Elif und Wismac gewöhnt, auf 10 Sekunden. Aber auch die können wir uns hier anpassen. Dann können wir hier eine Shunt-Korrektur einstellen. Das heißt, wenn unser Widerstand sich abweichen würde, wir könnten also einen Messwiderstand sozusagen auf die Box aufbringen. Und wenn wir dann sehen, die Box zeigt uns 10% mehr an, als der eigentliche Messwiderstand wirklich hat, dann könnten wir hiermit eine Korrektur vornehmen. Dann haben wir hier auch ähnlich, auch wie bei eScribe, schon verschiedene Akku Kurven vorgeladen. Wir können aber auch eine Custom-Akku-Kurve laden, könnten die editieren, können also hier wirklich genau bei einer Entladekurve festlegen, damit auch die Akkuanzeige nochmal genauer wird. Gängige Akkus wie die LG HG2 zum Beispiel, die Sony Konion Akkus, die Samsung Akkus sind hier aber schon vordefiniert oder wir gehen einfach auf einen Generic-Wert, wenn wir auch den Akkutyp in der Box sehr häufig wechseln. X32 ist mir nicht ganz klar, wofür das da ist. Das kann mir vielleicht mal jemand im Kommentar unten erklären. Hier haben wir einige Sachen, die mir, Abkürzung müssten wir uns gleich auf der Seite nochmal raussuchen. Da bin ich jetzt auch gerade etwas überfragt. Das hier hatte, glaube ich, was mit den Akkus zu tun. Viel wichtiger sind wirklich hier unten diese Werte.
Und zwar können wir hier zum Beispiel sagen, check TCR. Viele von euch kennen diesen Umstand, dass wenn die Widerstandsverläufe des Drahtes nicht hundertprozentig so laufen, wie von der Box erwartet, dass es dann wieder in den VW-Modus zurückspringt. Das ist sehr, sehr nervig. Passiert zum Beispiel gerne bei Edelstahldraht, der einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten hat. Damit das zum Beispiel nicht passieren kann, kann man das hier abschalten. Man kann also sagen, check bitte nicht meinen Temperaturkoeffizienten, ob das alles so richtig ist, wie du es erwartest. Dann würde er also nie wieder automatisch in diesen VW-Modus zurückspringen, wenn wir diesen Haken wegnehmen. Dann können wir hier abschalten und einschalten, ob er sich über USB überhaupt laden lässt. Und wir können hier auch nochmal sagen, dass er im USB-Modus, wenn er also lädt, nicht mehr in den Standby-Modus, in den Sleep-Modus fallen soll. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Powerkurven anzulegen. Ihr seht, hier sind verschiedene Powerkurven vorne. Können wir gleich, bin ich jetzt vorne nicht drauf eingegangen, kann ich euch hier nochmal zeigen. Bei den Profilen kann ich hier zum Beispiel auch Kurven nutzen. Das ist also nicht ein reines Preheating, sondern wir haben wirklich Kurven zur Verfügung. Die gibt es mit Soft Boost 1 Sekunde, Boost 2 Sekunde und so weiter. Hier Cooldown, Triangle, Linear. Diese Werte kann ich hier entweder einmalig editieren, nehme die als Vorlage, kann dann hier genau die Zeit festlegen, wie viel Prozent an Power kommen soll. Das ist hier zum Beispiel ein Soft-Start-Modus, der startet mit 75% und nach 0,5 Sekunden hat er dann erst 100% erreicht. Das kann ich mir alles anpassen. Ich kann hier auch eigene Kurven sozusagen definieren und im Advanced-Modus kann ich dann diese voreingestellten Linien für mich auch fest eingestellt hier nochmal editieren, dass ich das sozusagen direkt als Vorlage dann so nutzen kann. Bei den Materialien haben wir das Gleiche. Wir haben fest hinterlegt Nickel, Titan, Edelstahl, V2A-Draht, V4A-Draht, den als 316 und als 316L. Alles für dieses sind auch nochmal, aber mit Fahrenheit sozusagen als Koeffizientwerte abgelegt, weil das dann nochmal genauer sind. Und hier kann ich auch die Werte einzeln editieren. Man geht immer von 1,0 Ohm aus. Wie sich der Widerstand dann bei 100, 200, 300, 400, 500 Fahrenheit und so weiter ändert, kann die hier eintragen und kann sich sozusagen seine eigene Temperaturkoeffizientenkurve damit bauen. Also auch hier nochmal wahnsinnig viele Einstellmöglichkeiten. Und dann kann ich hier auch nochmal die Batterie, Spannungsmessung sozusagen korrigieren. Wenn hier also auch da Abweichungen sind, dass die Akkus, wenn ich die mit einem sehr genauen Messgerät sozusagen nachmesse, eine andere Spannung haben, als sie in der Box angezeigt werden, kann ich auch hier mit Korrekturwerte eintragen. Ihr seht, das war ja schon ganz schön viel Holz und ich bin gar nicht tief in die einzelnen Punkte reingesprungen. Wir haben uns noch gar nicht angeguckt, was wir im Endeffekt mit der Temperaturregelung machen, wie wir da an diese PI-Regelung rankommen und so weiter. Das war jetzt wirklich nur ein ganz grober Einblick. Erstens, wie man die Firmware installiert. Das läuft auf allen Typen gleich, wie gesagt. Ihr müsst euch die beiden Dateien runterladen, verbindet euer Gerät, geht dann im Endeffekt in den Firmware-Uploader rein, installiert die fertig und danach könnt ihr in den Arctic Controller gehen. Aber ihr könnt natürlich auch sämtliche Werte auf der Box einstellen. Ihr seid nicht auf die Software angewiesen. Seid ihr also unterwegs, müsst da schnell mal was dran ändern, kann man das natürlich auch alles mit den normalen Tasten am Gerät machen. Also mich hatte die Vielfalt da wirklich erschlagen. Ich habe, glaube ich, selber noch lange nicht alle Einstellungen ausprobieren können. Bin da noch lange am Testen. Deswegen sage ich, ich kann auch heute wirklich nur einen groben Einblick geben, was hier möglich ist. Es gibt ein russisches Forum, wo das Ganze auch noch mal intern von den Spezialisten diskutiert wird, wo man bestimmt auch noch mal Wünsche, das habt ihr vorne auf der Seite gesehen. Ja, man kann Fehler melden, wie bei Open-Source-Projekten üblich. Man kann Wünsche hinterlegen, was man sich noch an Funktionen wünschen würde für die Zukunft und, und. Also dieses Projekt wird weiter wachsen, wird sich auch immer wieder verändern. Wenn da größere Sprünge sind, werde ich da auch bestimmt noch mal, wenn Interesse von eurer Seite besteht, drauf eingehen. Schauen wir uns aber vielleicht als nächstes mal an, was hat sich eigentlich auf der Box verändert? Wie sieht das Ganze jetzt live auf der Box aus? Hier die RX 200S, die ich dann gerade mit der neuen Firmware versehen habe.
Drücke ich jetzt einmal der Feuertaste. Wir sind hier im Sleep-Modus. Dann seht ihr oben erstmal die Anzeige Profil 1, also dass ich das erste Profil ausgewählt habe. Das steht im Moment auf 20 Watt. Wie üblich kann man sich natürlich jetzt hier die Leistung einstellen. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel mal rauf. Ihr seht, ich habe das hier nicht umgestellt. Es geht weiter in 0,1 Watt Schritten. Wir hätten das ja auf 1 Watt Schritte anpassen können mit dem Konfigurator. Wird dann hier auch schneller. Ihr seht, am Anfang geht es langsam. Jetzt wird es immer schneller. So, und jetzt sind wir hier bei 40 Watt zum Beispiel angekommen. Mir wird die Spannung angezeigt. Habe ich ja alles so ausgewählt. Alle diese Werte hätte ich verändern können. Mit zwei Stellen hinterm Komma. Dann haben wir die Coil. Auch mit zwei Stellen hinterm Komma wird mir das Ganze in Ohm angezeigt. Und wir haben die Ampere-Anzeige. Ihr seht diese schöne Ausfaden. Wenn ihr jetzt in den Sleep-Modus geht, das war die Zeit mit dem Delay, was man auch einstellen kann, wie schnell oder langsam er hier aus- und einfaden. Eher gesagt, eher, das ist nur ein Ausfaden. Hier unten wird mir der Strom live angezeigt am 510er. Und darunter das Akkusymbol. Auch das kann ich umstellen, dass mir hier die Spannungen der drei Akkus angezeigt werden, ob mir das hier als ein Symbol für alle Akkus angezeigt werden soll und so weiter. Bei den Controls habe ich ja gesagt, er soll mit einem Dreiklick mir die Profilauswahl geben. Wie gesagt, all diese Werte kann ich anpassen. Klicke ich hier dreimal, dann kommen wir hier auf die Profilauswahl. Hier kann man auch sehen, unten zeigt er mir das an. Wenn ich plus minus gedrückt halte, könnte ich den abgespeicherten Coil-Wert, sozusagen gerade wichtig für die Temperaturregelung, hier nochmal löschen, dass der neu eingelesen wird. Auch das eine sehr sinnvolle Funktion. Dann kann ich hier zum Beispiel, gehe es andersrum mit der Minustaste, Profil 8 wählen, Profil 7 wählen. Hier seht ihr schon, hier ist zum Beispiel ein TCR-Wert von 120 hinterlegt. Hier ist ein TCR-Wert von 105 hinterlegt, maximale Ausgangsleistung 20 Watt. Temperatur 235 Grad Celsius. Hier ist jetzt kein fester Widerstandswert abgespeichert, weil ich dieses Profil vorher noch nicht genutzt hatte. Auch das kann ich mir anpassen. Jetzt hier im ersten Profil gleich wieder. Hier seht ihr, ist dieser Wert zum Beispiel jetzt hinterlegt, abgespeichert. Drücke ich plus minus zusammen, wird dieser Wert zurückgesetzt auf 0 und beim nächsten Feuern dann wieder neu eingelesen. Mit dem Vierklick komme ich jetzt in den Edit-Modus. Da habe ich ja bei mir eben auch bei den Controls auf der Karte General gesagt, er soll da in den Edit-Modus gehen. Dann kann ich hier wählen, welche Zeile ich editieren möchte und mit der Plus-Taste dann auswählen. Hier habe ich dann zum Beispiel den Puff-Counter. Dann habe ich hier die Zeit. Hier habe ich jetzt die drei Akkuspannungen, 4,06, 4,25, 4,21 Volt. Ja, jetzt war ich zu langsam. Also auch die könnte ich mir da anzeigen lassen. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir wieder in diesen Edit-Modus. Dann kann ich mir die Ausgangsspannung nochmal anzeigen lassen. Die habe ich aber ja oben schon. Ja, das ist dann die Live-Ausgangsspannung sozusagen. Dann habe ich hier die Bordtemperatur, den Widerstand, die Uhrzeit kann ich mir hier anzeigen lassen und so weiter. Zuglänge die letzte Temperatur. All das, letzte Wattanzahl, das macht alles mehr Sinn im temperaturgeregelten Modus. So, dann übernimmt er das nach einer kurzen Zeit. Unten die nächste Zeile, 1, 2, 3, 4. Gehen wir dann nochmal runter in die nächste Zeile. Auch die kann ich verändern. Da kann ich mir noch eine Prozentzahl anzeigen lassen zum Akkusymbol. Ich kann mir von einem Akku die Spannung anzeigen lassen. Oder ich kann jetzt hier mir das große Symbol anzeigen lassen. Wie ihr eben gesehen habt, ich habe oben aber auch die Möglichkeit, mir die Spannungen von allen drei Akkus in der Zeile darüber nochmal anzeigen zu lassen. Das Ganze jetzt bei einer zweiten Box gezeigt. Ich habe es jetzt auch hier einmal mit der RX 2 Drittel gemacht. Hier habe ich ein bisschen mehr gemacht. Hier habe ich meine Profile schon ausgewählt. Ihr seht, ich habe hier mein Logo eingespielt. Ich habe hier unten beide Akkus in der Anzeige drin, die mir ja mit ihrer Spannung angezeigt werden. Ich möchte euch auch eben mal den Ladescreen zeigen. Dafür schließe ich jetzt hier ein Ladegerät an. Und dann warte ich, bis das Ganze hier gleich ausfadet. Jetzt kam wieder das Logo. Und sobald jetzt hier nach wenigen Sekunden das Ganze in den Sleep-Modus geht, dann wird mir ein Ladescreen angezeigt.
Da seht ihr unten, der Akku hat jetzt 97% Ladung, wird geladen. Und ich sehe auch hier nochmal die Spannung der beiden einzelnen Akkus. In dem Falle jetzt 4,13 und 4,10 Volt. Kann dann hier auch nochmal sagen, ob mir mein Logo angezeigt werden soll, ob hier zum Beispiel auch eine analoge oder digitale Uhr gleichzeitig angezeigt werden soll. Auch die Möglichkeiten habe ich. Bei dieser Box, ihr seht, ich habe das jetzt überall mal ein bisschen unterschiedlich gemacht, damit ich nicht alles immer umstellen muss, nehme ich jetzt verschiedene Boxen auch. Habe ich bei dem Screensaver zum Beispiel die analoge Uhr eingeschaltet. Damit bekomme ich die Uhrzeit angezeigt. Drücke ich kurz, geht er wieder in das Hauptmenü. Wenn ich das nicht durch einen 3, 4 oder 2 Klick irgendwo programmiert habe, komme ich immer in das Setup-Menü mit der Plus-Taste und der Feuertaste, wenn ich die gemeinsam drücke. Dann habe ich im Endeffekt hier alle Auswahlmöglichkeiten. Ich bin jetzt im Profil 1. Hier kann ich jetzt fürs Profil 1 zum Beispiel den Screen wählen. Wenn ich da drauf gehe, kann ich hier auch die Dimmzeit, nach wie viel Sekunden er das Display abdimmen soll. Ob ich einen Wake-Modus habe, hier kann ich auch Charge Screen Extended oder Standard auswählen, was wir eben hatten. Ich kann das Logo einschalten, damit wäre es jetzt zum Beispiel an. Ich kann die Uhr einschalten, kann dann sagen, ob analog, ob auf dem Main Screen oder nur beim Screen Saver. Ich habe es jetzt zum Beispiel auf dem Hauptbildschirm ausgeschaltet, Screen Saver nach einer Minute an. Kann dann hier runtergehen auf Exit, gehe hier wieder raus. Und dann wird hier nach einer Minute gleich der Screen Saver kommen, wird mir die Uhrzeit zeigen. Mein Logo müsste ja eigentlich irgendwann, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das hier hinterlegt hatte, auch angezeigt werden. Also all die Möglichkeiten, die ich in der Software habe, habe ich hier auch. Jetzt waren die 15 Sekunden um, jetzt dimmte er raus, jetzt kommt hier die Uhrzeit. Ich scheine hier, wie gesagt, noch kein Logo hinterlegt zu haben auf der Box, deswegen wurde mir das jetzt hier auch nicht angezeigt. Plus und Feuertaste nochmal gedrückt, dann können wir runter auf Settings gehen. Hier seht ihr also auch, wir können die Wattschritte einschalten. Also alles das, was in der Software geht, geht hier im Endeffekt auch über die Settings. Ist natürlich hier nicht ganz so komfortabel, wie über die Software zu machen. Gehen wir hier auch nochmal durch. Ich will jetzt nicht jeden Punkt durchlaufen. Wie gesagt, dann sind wir morgen früh noch dran. Wir haben unten aber auch nochmal diese Infomöglichkeit. Hier wird mir auch nochmal die Hardware-Version angezeigt, die Board-Temperatur, der Puff-Counter, die Puff-Zeit und auch die Spannungen der verschiedenen Akkus. Hier sieht man zum Beispiel, dass ein Akku, hier der erste Akku, nicht ganz so toll ist, dass der relativ weit auseinandergedriftet ist. Den sollte ich hier auf jeden Fall mal auswechseln und anderweitig verpaaren. So, dann haben wir nochmal hier unten die About. Das ist dann die Firmware-Version, die hier drauf ist, Arctic Fox mit seinem Logo und der verwendeten Build-Version. Letzter Punkt unten, damit kommen wir immer wieder aus den Menüs raus. Kann ich natürlich schnell anspringen, indem ich die Minustaste nehme, wäre dann Exit. Ja, wie gesagt, mit einem Dreiklick die Profilauswahl. Dann könnte man jetzt hier zum Beispiel ein anderes Profil nehmen. Nehmen wir jetzt mal Variabel Watt 20 Watt. Bestätigen das. Das haben wir jetzt die 20 Watt Vorauswahl und so weiter. Also so kann man hier sehr schnell das Ganze wechseln. Man könnte es, wie gesagt, auch so einstellen, dass die Profile sich automatisch einstellen. Je nachdem, welchen Verdampfer ich aufschraube, das erkennt er dann am Widerstand. Und ich kann sogar eine gewisse Toleranz einstellen über die Software, wie viel Abweichung er da toleriert, damit das Profil aufgrund des Widerstandes automatisch umschaltet. Was mir ein bisschen an der Firmware jetzt an dieser Toolbox fehlt, was von mir noch ein Wunsch wäre, was man da einbauen könnte, dass man über diese Toolbox direkt auch das Logo installieren kann. Das könnte man mit dem N-Firmware-Editor einmal machen oder man kann es aber auch weiterhin mit der Originalsoftware machen. Ich bevorzuge da die Originalsoftware, weil die ist sehr einfach. Damit kann ich euch auch nochmal zeigen, dass die Box trotz der Arctic-Firmware mit der 1.00 erkannt wird, dass wir also jederzeit die Möglichkeit hätten, wieder die Original-Firmware zu installieren und von da aus auch das Logo zu installieren. Um euch das kurz zu zeigen, switche ich aber auch nochmal ganz kurz auf den PC. Wie eben schon gesagt, habe ich mir dafür hier schon den WSMAC-Ordner angelegt mit der Original-Firmware für die 200S. Seht ihr hier an der BIN-Datei. Dann habe ich hier den Update WSMAC Exe, das Original WSMAC Logo. Starte ich das Ganze, verbinde jetzt einmal die Box.
Dann seht ihr, wird die Box als Relo RX200S dann auch erkannt. Firmware-Version jetzt mit der 1.00, die gibt es ja eigentlich so gar nicht, macht aber hier keine Probleme. Und damit hätte ich natürlich die Möglichkeit, hier über Update jederzeit jetzt auch die Original-Firmware wieder aufzuspielen. Machen wir jetzt erstmal nicht. Ich gehe jetzt auf Logo. Das wäre das WizMac-Logo. Ich habe mir aber auch meine Logos hier nochmal abgelegt. Nimm jetzt mein Obis Dampfer-Sofa-Logo. Update complete. Und damit haben wir dann auch schon das Logo auf die Box aufgespielt. Also auch Downgrade sozusagen wieder auf die Original-Firmware, kein Problem. Ich muss aber dazu sagen, hätte ich vielleicht gleich am Anfang machen sollen, ich übernehme natürlich hier keine Gewähr. Wenn ihr an der Firmware rumspielt, wenn ihr Fremdfirmware aufspielt, ist natürlich immer ein Restrisiko, dass irgendwas schief geht, die Box danach nicht mehr läuft. Und da möchte ich bitte nicht für verantwortlich gemacht werden. Ich habe es jetzt mit 4, 5 verschiedensten Boxen ausprobiert. Bei allen war es problemlos. Auch das Rückspielen war überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, es kann immer mal was schief gehen. Und da seid euch bitte darüber bewusst, ihr geht ein gewisses Risiko ein. Das liegt dann aber auch bei euch selber. Ich habe jetzt das Logo aufgespielt. Das Ganze ist jetzt, damit wir nicht eine Minute warten, in den Screensaver-Modus zurückgesprungen. Auch das ganz kurz hier nochmal auf dem Display gezeigt. Zuerst einmal seht ihr jetzt hier, dass das Logo oben jetzt angezeigt wird. Jetzt fadet das Ganze aus und jetzt kommt der Screensaver. Und der ist jetzt so eingestellt, dass mir oben mein Logo jetzt angezeigt wird und darunter die analoge Uhr. Auch da haben wir ja verschiedenste Einstellmöglichkeiten gehabt. Gehe ich wieder in den normalen Profilmodus, in den normalen Feuermodus. Seht ihr, wurde mir erst die Wattzahl angezeigt. Dann kommt mein Logo. Feuer ich, wird mir während des Feuerns die Leistung angezeigt. Ihr seht auch, wie hier unten die Sekunden angezeigt werden. Auch das konnte man ja mit diesem Puffscreen sozusagen dann auch verändern, was hier angezeigt wird. Also wirklich sehr sinnvoll aufgebaut. Und dann bei mir jetzt eingestellt, nach kurzer Zeit kommt dann automatisch das Logo. Und nach 15 Sekunden waren es, glaube ich, hatte ich es eingestellt jetzt, fadet das Ganze aus. Auch diese Fade-Time konnte man ja einstellen. Und dann kommt der Bildschirmschoner, wie gesagt, mit der Uhrzeit. Ganz kurz auch vielleicht nochmal auf den Smart-Modus eingegangen. Wie gesagt, wir kannten das ja schon von Joytech. Da war es eigentlich eine Simplifizierung für ja nicht so geübte Anwender, wo vielleicht der geübte Anwender dem nicht so geübten Anwender das einstellen konnte, dass man je nach Head dann direkt eine gewisse Leistung bekommt. Hier ist man dann noch einen ganzen Schritt weiter gegangen. Man kann also komplette Profile mit allen Einstellungen an einem Verdampfer binden. Man kann sogar sagen, wie viel Prozent der Widerstand, an dem dieser Verdampfer erkannt wird, abweichen darf, weil vielleicht ist es mal draußen ein bisschen kälter, drin mal ein bisschen wärmer, dann haben wir leichte Unterschiede in den Widerständen. Standardmäßig ist die Sache auf 10% Abweichung eingestellt und dann switcht das Profil direkt um. Habt ihr zum Beispiel 5 verschiedene Verdampfer, könnt ihr den Profilen Namen geben nach den Verdampfern, dann habt ihr auch eine einfache Kontrolle, könnt den Verdampfer einfach wechseln und sofort wird euch das im Endeffekt auf der Box automatisch umgestellt. Finde ich eine wahnsinnige praktische Sache. Schauen wir uns auch noch mal ganz kurz live an der Box an. Ihr seht jetzt im Moment, bin ich hier auf Profil 1. Drauf habe ich den Jewel Crown. Erkannt wird der mit 0,53 Ohm. So war es ja auch beim Profil hinterlegt. Wie gesagt, diese Werte können wir jederzeit löschen. Ich schraube jetzt mal den Verdampfer runter. Nehme jetzt einen Orkich-Verdampfer. Den habe ich vorher auf Temperaturregelung hier drauf schon programmiert mit einem Profil. Der weicht deutlich im Widerstand ab. Und ihr seht, ohne dass ich jetzt was gedrückt habe, hat er automatisch hier oben das Profil gewechselt, die Einstellung, die ich hinterlegt habe, übernommen mit dann dem temperaturgeregelten Modus, maximale Leistung 45 Watt und der Widerstand wurde mit 0,28 Ohm hier sozusagen erkannt, hinterlegt. Jetzt ist er ein bisschen runtergegangen, also selbst damit diese Abweichung wären ja bei 10% 0,03 Ohm ungefähr, die er hier als Abweichung tolerieren würde. Nehme ich den wieder runter, springt das auf 0. Jetzt mache ich, wie gesagt, nichts, ich drücke nichts, schraube wieder den Jewel Crown oben auf. Der wird erkannt, er springt automatisch ins Profil 1 zurück, hat jetzt wieder den variablen Wattmodus, hat den Widerstand erkannt, also damit auch überhaupt kein Problem, bis zu 8 verschiedene Konfigurationen automatisch hier umschalten zu lassen.
Zum Schluss, damit es hier wie gesagt nicht wirklich ein 2-3 Stunden Video wird, möchte ich einmal ein Profil mit euch gemeinsam erstellen. Jetzt hier auf dem Kuboid mit dem Orkich-Verdampfer obendrauf, einer Edelstahlwicklung. Die ist jetzt im Power-Modus eingestellt. Verändern wir dieses Profil im Endeffekt mal auf den temperaturgeregelten Modus. Ja, den Power-Modus erkläre ich euch auch noch eben. Dann haben wir wirklich einmal die Profileinstellungen durch, was man an einem Profil machen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und so würde sich das natürlich für alle 8 Profile weiter durchführen lassen. Dafür müssen wir einmal noch mal ganz kurz auf die Software springen. Zeige ich euch das noch mal, weil das macht einfach mehr Sinn, das mit der Konfigurator-Software zu machen, als hier live auf der Box. Ist es für mich auch wesentlich einfacher, die Einstellungen durchzunehmen, euch das zu zeigen. Ich habe jetzt schon hier oben den Joytech Kuboid verbunden. Da ist auch die neueste Firmware drauf von Arctic Fox. Ich habe hier das P1-Profil für den Orkich-Verdampfer vorbereitet. Habe das auch gleich Orkich genannt. Damit weiß ich, ja, welcher Verdampfer dazugehört. Jetzt im Moment ist eingestellt 45 Watt als Ausgangsleistung. Dann ein Preheating, und das finde ich auch hochinteressant, dass ich hier nicht nur absolut in Watt einstellen kann, also dass ich jetzt sagen könnte, mach nicht 45 Watt, sondern mach ein Preheating von 50 Watt am Anfang. Würde ich aber jetzt hier die Leistung verändern, würde ich jetzt hier zum Beispiel auf 48 Watt gehen, dann würde er natürlich auch das Preheating weiter mit 50 Watt machen. Gehe ich aber auf relativ und sag, mach mir daraus 120%, dann passt sich das Preheating immer automatisch auch meiner eingestellten Leistung an, würde also 20% drüber liegen. Heißt, hätte ich hier 20 Watt, würde er 24 Watt nehmen. Hätte ich 40 Watt, würde er 48 Watt als Preheating nehmen und so weiter. Für mich eine total sinnvolle Geschichte. Ich kann aber auch hier, wie ich vorhin schon mal erwähnte, verschiedene Kurven direkt nehmen. Das sind die vordefinierten Kurven. Kann aber auch zum Beispiel eine Boost-Kurve, die hier hinterlegt ist, jederzeit editieren, könnte jetzt hier die Werte einfach hochziehen, auch das gar kein Problem, kann mir so für jede Wicklung mein Verhalten einstellen, wie das Preheating laufen soll. Dann, wie lang die ganze Zeit dann natürlich gehen soll, kann ich hier einstellen. Jetzt habe ich das voreingestellt durch diese Kurve, die ich hinterlegt habe. Ich kann das Ganze auch linear steigen lassen und. Also da habe ich einfach alle Möglichkeiten. Ich kann hier Delays einstellen. Alles mögliche. Also gerade hier bei den relativen Werten. Bei den Kurven ist es, wie gesagt, vordefiniert. Bei den relativ oder absolut Werten kann ich dann sagen, wie viele Sekunden das Ganze gehen soll. Maximal sind hier auch 2 Sekunden vorgesehen. Und ich kann halt auch ein Preheat Delay machen, ob das verzögert kommen soll. Und ich habe dann jetzt hier den Power Modus ausgewählt. Was auch noch interessant ist, man kann, wenn man statt 8 Profilen nur 4 wirklich braucht und hinterlegt hat, die einzelnen Profile hier abschalten. Vereinfacht mir das Ganze natürlich, wenn ich sage, ich nutze nur 4 verschiedene Verdampfer da drauf, kann ich einfach bei 5, 6, 7 und 8 jeweils den Haken bei Enabled rausnehmen. Dann wird mir das erst gar nicht angezeigt und ich komme wesentlich schneller durch die Einstellungen durch. Wechseln wir jetzt mal vom Power-Modus auf den Temp-Control-Modus. Dann habe ich hier mehr Möglichkeiten. Jetzt würde ich hier zum Beispiel sagen, oder ich tippe es direkt ein, geht schneller. 50 Watt maximale Ausgangsleistung. Ich würde das Profil umbenennen in Orkich TC zum Beispiel. Ja, dann fehlt mir allerdings ein Buchstabe. So viele Buchstaben bekomme ich dann auch nicht rein. Dann machen wir Ork TC. Dann wird es für mich klarer, welcher Verdampfer dahinter liegt. Auch beim temperaturgeregelten Modus kann ich hier ein Preheating natürlich auch noch auswählen, was am Anfang vorgeschaltet wird. Ich kann, wie gesagt, hier im Temp Control das Setup auswählen. Und hier kommen wir zu diesem Regelanteil. Da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Ich kann hier den PI-Regler ein- oder ausschalten. Wenn ich ihn ausgeschaltet habe, wird der ganz normale Regelalgorithmus genommen, der in der Firmware hinterlegt ist. Das wird wahrscheinlich der gleiche sein, wie er so von Joytech hinterlegt wurde. Ich kann das Ganze aber auch enablen. Dann kann ich den Range sagen. Range heißt, ab wie viel Prozent überhaupt die Regelung erst einsteigt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, bei 120 Grad, wir hatten jetzt hier einen Wert von Temperatur, haben wir hier glaube ich noch gar nicht gesetzt, und noch hier unten 135
könnte man dann auf 140 setzen. Ich könnte sagen, bei 50%, also wenn die Temperatur bei 120 Grad angekommen ist, dann soll die Regelung überhaupt erst greifen. Vorher geht er im ganz normalen VW-Modus. Ich kann hier eine Verstärkung für den P-Value einstellen. Umso höher dieser Wert ist, umso knackiger, umso aggressiver wird hier geregelt, kann aber schnell auch zu einem Überschwingen führen. Und ich kann hier die I-Zeit einstellen. Das ist die Rampenzeit, nach der der P-Sprung sozusagen wiederholt wird. Das ist aber jetzt schon viel Regelungstechnik, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Auch die kann ich höher oder niedriger setzen. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, meine Regelung etwas zu beeinflussen. Wie schnell der Sollwert dann getroffen wird, muss man jeweils ein bisschen ausprobieren auf die betroffene Wicklung, auf die betroffene Gradzahl. Ich schalte den PI-Regler jetzt hier erst nochmal ab. Gehe hier nochmal raus. Hier kann ich den Draht wählen. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel 304er V2A-Draht, den ich hier drauf gewickelt habe. Ich könnte hier schon den Widerstand sozusagen vorgeben, wenn ich den genau weiß, weil jetzt meine Wicklung vielleicht zum Beispiel warm ist. Ich kann den von hier aus auch direkt locken, wie üblich. Das kann ich natürlich vorne im Display auch machen. Dann haben wir hier die Temperatur, die wir einstellen können. Gehe ich hier zum Beispiel hoch auf 240 Grad. Und nochmal die Einstellmöglichkeit Temperaturdominant. Da habe ich am Anfang ein bisschen gerätselt, was heißt das überhaupt? Und zwar ist das die Anzeige, was mir groß angezeigt werden soll im Display. Ob mir die Leistung hier oben groß angezeigt werden soll oder ob mir die Temperatur groß angezeigt werden soll. Schalten wir den Temperaturdominant erstmal ein. Damit haben wir das P1-Profil komplett durchkonfiguriert. Und zum Schluss, wenn wir hiermit fertig sind, muss ich einmal sagen Upload Settings. Und dann wird dieses ganze Profil jetzt einmal, ihr gesagt, alle Profile auf einmal auf die Box geschoben und sind jetzt auf dem Kuboiden dann auch verfügbar. Das Ganze schauen wir uns jetzt ganz kurz auf der Box an, wie es da angekommen ist, damit ihr da nochmal einen Überblick habt. Dann können wir auch vielleicht über das Menü zum Beispiel das TC-Dominant mal versuchen abzuschalten, um zu sehen, was dann passiert. Auf der Box könnt ihr jetzt schön sehen, wir haben das Org-TC-Menü jetzt gewählt, die 240 Grad. Die 50 Watt der Leistung maximal. Jetzt dimmt es hier wieder raus. Es wäre der Screensaver gekommen. Die Coil mit 0,29 Ohm. Und die letzte Temperatur lasse ich mir hier anzeigen mit 190 Grad. Wenn wir jetzt einmal in das Menü gehen, dafür drücke ich wieder die Plus-Taste und die Feuertaste. Kommen wir hier in die Auswahl. Dann drücke ich das Org. Da sehen wir hier oben, welcher Draht ausgewählt ist, also 304er Draht. Die Coil, den Widerstand könnten wir hier anpassen. Und jetzt gehen wir hier runter auf das Temperaturdominant, was ja eingeschaltet war. Schalte das Ganze aus. Lauf dann wieder runter auf Exit. Drück wieder die Feuertaste. Und jetzt seht ihr, haben wir oben die Wattanzeige und unten die eingestellte Temperatur. Das ist also jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Ihr seht, wir können alles hier auch über die Menüs einstellen. Gehen wir dann nochmal zurück. Springen hier wieder runter. Schalten das mit der Feuertaste ein, gehen hier auf Exit und dann hat das Ganze auch wieder geswitcht. Also, wie ihr seht, extrem viele Einstellmöglichkeiten. Ich möchte jetzt für heute damit auch erstmal gut sein lassen. Ich wollte euch grob ist vielleicht, naja, ein bisschen untertrieben, aber einen Überblick geben, was kann die Arctic Fox Software eigentlich, wofür ist sie gut, was kann man damit alles einstellen, wo liegen die Vorteile gegenüber den Joytech, WISMAG und eLeaf Software teilen. Für mich einer der größten Vorteile, ganz klar, ich brauche mich nur noch um eine Datei zu kümmern. Ich habe nur einen Updater, ich muss also nicht mir für jede Version, für jede Box mehr oder minder das passende Update-Programm herunterladen. Ich habe es vorhin nochmal ausprobiert. Bei WISMAG passt zum Beispiel die Software von der RX 200S nicht zusammen mit der RX 2 Drittel. Dann muss ich also jedes Mal die einzelne Exe-Datei passend auf meinem Rechner haben. Und ich muss dann noch die passenden Firmware-Dateien dafür haben. Ich habe fast alle Boxen, die es von den drei Herstellern gibt. Und damit könnt ihr euch vorstellen, welches Wirrwarr an Downloads ich da, ja, und Verwaltung in meinem Download-Ordner ich da haben muss, mit den ganzen Firmware-Dateien, Exe-Dateien. Ich muss bei all diesen Herstellern immer wieder auf die Seite gehen, muss schauen, gibt es ein Firmware-Update für meine Box? Und sie bietet mir lang nicht so viel wie die Arctic Fox Software. Bei der Arctic Fox und der NFE Toolbox, ich habe ein Update-Programm, was gleichzeitig auch meine Konfigurationsprogramm ist. Und ich habe eine einzige Firmware-Datei und kann damit sämtliche
gelisteten oder vorhin aufgezählten Boxen damit updaten. Für mich schon mal ein Riesenvorteil. Hinzu kommen halt viel, viel mehr Einstellmöglichkeiten, die mir die normalen Firmwares überhaupt nicht bieten vom Hersteller. Wie gesagt, das Einzige, was mir fehlt, dass ich direkt auch über die NFE-Toolbox das Logo aufspielen könnte. Ich muss aber dabei sein, wenn ihr schon eins drauf habt und stellt um auf die Arctic Fox Software, bleibt das erhalten. Das heißt, es wird nicht überspielt. Ihr könnt also sofort das Logo verwenden, was vorher mit der Original-Firmware schon drauf war. Das werde ich vielleicht auch dann nochmal den Erstellern da als Wunsch mit in ihre Liste reinstellen, dass man von hier aus auch direkt vielleicht das Logo einspielen könnte, weil dann kann ich wirklich zu 100% auf die anderen Softwareprodukte verzichten. Ja, ich hoffe, ich denke, ich habe euch einen ganz guten Überblick geben können zur Arctic Fox Firmware und dem NFE Toolbox Programm. Ich habe, wie gesagt, nicht alles erklären können, sonst wäre es hier wirklich 2-3 Stunden Video geworden. Ich habe auch bestimmt selber noch gar nicht alles ausprobiert, was es da gibt. Wenn ihr da noch Anregungen habt, wenn ihr sagt, ich soll zum Beispiel mal ein Messvideo machen, wie verhält sich denn diese Firmware zum Beispiel im Vergleich zu einer anderen Firmware vom Originalhersteller? Oder ihr habt irgendwas nicht verstanden oder wollt mehr auf die PI-Regelung eingehen, ihr wollt diesen Device-Monitor mal genauer erklärt haben, was man damit machen kann, dann schreibt mir das doch bitte als Wunsch in die Kommentare unter das Video. Dann werde ich mal sammeln, wo die meisten Wünsche zusammenkommen und würde dann daraus dann auch nochmal ein Teil 2 oder Teil 3 Video hier zur Arctic Fox Firmware machen. Dann hoffe ich, dass es interessant für euch war, dass es unterhaltsam für euch war. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben unterm Video sehr, sehr freuen. Dann kann ich mich auch heute wieder nur bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch auch dieses Video von mir anzuschauen. Dann verabschiede ich mich auch für heute bei euch. Wünsche euch, dass ihr immer genug Liquid im Tank habt und allzeit gut Dampf. Zum Schluss möchte ich euch dann noch weitere Videos von meinem Kanal empfehlen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, dann klickt doch einfach auf das Logo in der Mitte. Dann werdet ihr auch immer zeitnah per E-Mail informiert, sobald ich wieder ein neues Video bei YouTube veröffentlicht habe.